Schlüssel zu das Kontrollbuch. Um eine Verbesserung für das Lager zu kaufen. Okay, was kaufen wir denn mal? Die neuesten Beiträge aller Gefährten zur Lagerkasse. 45 Cent, 45 Cent. Wer hat gespendet? Ava. Gespendet hab nur ich, hä? Einfacher Alkoholarzneien, die Sendeschärfen, 30 Dollar, Schlangenöl, starke Magenbitter, Pearsons Wagen, die Grundlagen Brot und Kekse, weniger langweilig, frisches Obst und einfache Konserven. Waffen, Munition, Arfes Wagen, Revolver und Pistolenmunition. Angriff verbessern, repetier Munition und Pfeile. Unterkunft. Steht da eins nach dem anderen? Das will etwas Gemütliches. Pferdestation, mehr Platz zum Anbringen. Es wird ein Hühnerstall. Lederbearbeitungswerkzeug. Aha. Erstmal muss ich das machen, bevor ich dann drüber nachdenken kann, eine neue Tasche zu haben. Ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an. Mit Vorräten. Kaufen. How did you get on, Herr Morgan? Called in on the small holder, Robo. Didn't even speak English. Good, very good. My pleasure. Well, if it's pleasure you're after, there is one other. This farmer preacher fellow I met in Valentine, Mr. Downs. The opinionated little do-gooder? Yeah, I know the one. I certainly know the type. Thank you, Herr Morgan. There's no need to thank me. Like you said, it's pleasure I'm after. He's more slippery than he seems. I've tried being polite. Don't take any nonsense. Nonsense? Me? If he doesn't have the money, beat him. Usually do. I know. I know. Ich will noch mehr Aufträge abholen. Ich will hier doch erstmal mein Zeug spenden. Ah ne, das ist ja nicht. Wo ist denn mein Pearson? Bevor mein Schlüssel. Ich glaube, ich kann mich auch mal hier hinstellen, oder? Und spenden sagen. Hier gibt's einen Hirschkadaver. Für die Vorräte. Just in time, Mr. Morgan. Hirschfell. Für die Kasse spenden. Ich will aber was, das er draus macht, für die Vorräte spenden. Naja. Arzneien sind irgendwie. Aber die kann ich irgendwie nicht spenden.
So. Die Grundlagen. Einfacher Alkohol. Schlangenöl und starker Magenbitter. Richtige Abwechslung. Kautabak und Premiumkonserven. Angriff verbessern, Repetiermunition und Pfeile. Ah ja, und weil das da gelb ist, und das ist, glaube ich, das hier, die Sinne schärfen. Auf da mal was hören. Auch gelb. So, mehr Geld ist eh nicht da. Ich hab hier das Lager aufgebaut. Also ich kenne jetzt, was weiß ich, hier zum Munitionswagen. Mir zum Beispiel Feine nehmen. Wie viele Pfeile habe ich denn? Sehe ich gar nicht. Naja, ich lasse das mal. Dann spende ich auch mal wieder einen Euro oder einen Dollar. Gegenstand spenden. Was kann man denn da spenden? Ach, die Uhr. Oder zur Herstellung von Gegenständen, das behalte ich mal lieber. Geld spenden. Kann er sich das nicht merken? Ach, und das ist dann Medizin. Ich verstehe. Er hat mir ja noch was gegeben, wo ich ein... Was ist er ist? Reverend Swanson. Swanson unten bei Manuel und etwas gefunden hat. Ist ja nicht weit weg, oder? Was ist das hier? Thomas Downs. Auch nicht weit weg. Ist man noch da? Na, komm her. Come on, people, it's ready. Was ist ready? Das Essen? Oh, ich muss auch mal wieder was essen.
Ja, keiner sagen, dass ich das nicht selbst mitessen würde. Also, hau rein. Wie schmeckt's denn? Eigentlich für ein Weißer. Ich weiß auch nicht, warum ich ein weißes Pferd haben will. Hey, Arthur. Hey. All good out here? Well, I think so, but... Well, I don't know. I thought I heard something. That's probably nothing. Okay. Well, stay alert. Any sign of trouble, you shoot first. Of course. Der Graf. Albino. Oh. Der ist ja toll, der Graf. Guck mal einer, schau. Wem gehört denn der? Der Graf. Nell 2, nicht so toll. Aber der Graf ist ja ein Spitzenpferd. Ich glaube, jetzt habe ich ein bisschen erschreckt. Easy boy. Good boy. Na, wieder nüchtern. Meine Oma fährt in den Steinmotor. Motor. Guck mal, Wildpferde. Da brauche ich meine Hilfe, oder? Shooting, señor. Thank God for you, mister. Le debo la vida. Chalo, I'm safe.
Wo ist der Typ? Wollte er sich nicht noch bedanken? Da reitet er weg. Hä? Was ist denn nochmal mit der Karte passiert? Keine Ahnung. Nix im Dunkeln. Das geht aber auch schnell da. Also, da ist mal den Typen da. Ich probier's mal in dem Haus hier. Wo ist Thomas Daus? Sehr eine Scheune. Wieso zielen? Ja, wieder runter. Waffe weg?
Rufen geht auch nicht. Schlafen, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, Mr. Downs! Wenn sie hinter tauchen. Mr. Thomas Downs, you owe me money. No, I'm... We ain't a charity, Mr. Downs. Really? Threaten me, would you? Please, I have a family, sir, please. I don't care about your family. Why'd it have to come to this, huh? Believe me, sir, I didn't want this either. Mr. Strauss seems so understanding. If you'd been good, this wouldn't be happening. You ain't such a do-gooder, are you? If you're running out on debts... I'm not running anywhere. I'm doing my best for you. You are a slippery little bastard. But I got you now. Please, please, show some compassion. Please. If I'm here, there's a reason I'm here. Sprich dich doch rum, wenn ich jetzt ihn laufen lasse. You borrowed money from my business partner, Herr Strauss. You owe him, you took the money. He wants it back, what's not to understand? Where's our money? I don't have it. Sell your place. We already owe more than it's worth. Then sell your wife, or your family, or something. We ain't your idea of charity. Is that clear? Thomas! What are you looking at? Thomas! I said, what you looking at, woman? My husband isn't well. If we could just have more... Like I said, we ain't nobody's idea of charity. Get us the money. Mr. Tod. Ich hätte doch noch im Haus nachgucken können, ob ich da was finden kann. Läuft jetzt automatisch zurück ins Lager oder was passiert gerade? Oder kriege ich jetzt TBC? Tuberkulose. Weil er so angehustet wurde. Ne, ich bin im Lager. Ich will ihn hier nur anbinden. Jetzt geht er da einmal rum. Okay, er geht ganz außen rum. Okay, ja.
Hätte es auch kürzer haben können. Und jetzt? Ja. Dann gehen wir jetzt ganz außen rum und versuchen dich jetzt da anzubinden. Okay, nein, das war's nicht. Dann liefern wir mal ab. Uncle Arthur Morgan. Ja, das ist mein Name. Ist hier nicht der Spendentisch? Da kann er da zum Spenden. Morgen ist es schlecht. Wie weit ist zu der Person da? Perspektive geändert. Überhaupt nicht weit. Ah, how did you get on? Not so good. He's almost dead. And they seem more or less destitute. You were a fool for lending them the money. Well, people who aren't desperate don't seem so interested in my propositions. Of course. Jetzt geht's wieder. Ich spende ein Puma-Kadaver. Very good. We were getting low. Für die Kasse. Ich will das für die Herstellung. Für die Vorräte. Für die Kasse. Sind das ein Puma-Reißzahn? Für die Kasse gibt's das nicht. Nee. Zurück. Many thanks, Mr. Morgan. Kann ich da eigentlich dran kochen an dem Lagerfeuer? Wo ist es denn überhaupt?